Herzlich willkommen zu unseren Breaking News. Heute reden wir über das 14.5 Update. Jo. Und während wir ein bisschen über das Update reden, ja, was sagen wir denn euch überhaupt? Die neue, wie heißt's? Alarmierung? Nein. Event. Event, genau. Jawohl, jetzt sage ich das neue Event. Und ja, um was geht's denn da? Vielleicht ganz kurz, was muss man machen? Da kommen Bordtürme. Okay. Runter. Jawohl. Die muss man dann verteidigen und sie füttern mit Energie. Ah, okay. Umso mehr man sie mit Energie füttert, umso mehr Punkte. Ah, alles klar. Und okay. Die Punkte sind ausschlaggebend, ob man was kriegt oder nicht. Okay. Super. Und da gibt es, glaube ich, auch ein paar ganz tolle Dinge, habe ich gesehen. Es gibt ein paar Mods. Ein was? Abzeichen. Okay. Na, geht was, ha? Super. Kommt aus Timon. Das stimmt wohl. Okay. Dann rede ich währenddessen, du auf jeden Fall ein bisschen die Mission noch zeigst. Man ist da viel auf dem Display, ist ja verrückt. Nein. Rede ich ein bisschen über das ganze Update. Ist ja doch einiges dann auch passiert. Nicht ganz so viel wie beim 14er, aber doch auch schon wieder ganz ordentlich. Fangen wir mit den größten Änderungen an. Und zwar gibt's einen neuen Warframe. Also neuen Warframe, ja. Alt-neu. Alt-neu. Es gibt eine neue Prime-Variante und zwar nix. Und die kann nix. Haha, Schenkelklopfer. Genau, und dazu gab es dann auch gleich zwei neue Prime-Varianten von den Waffen. Das sind die Hikus und das Gindo. Und die kann man, soweit ich das richtig in Erfahrung gebracht habe, jetzt im Void farmen. Aber wo genau, weiß ich jetzt auch nicht, ehrlich gesagt. Aber irgendwo geht es auf jeden Fall. Und dann gibt es jetzt noch taktische Alarmierung, wobei ich ehrlich gesagt nicht weiß, was da zukünftig noch auf uns zukommt. Es ist nur so, dass jetzt die Warframe-Entwickler größer oder mehr Möglichkeiten haben, in der Vielfalt der Alarmierung und so ein bisschen aufregendere Alarmierung eben gestalten können. Bin ich mal gespannt, was da zukünftig noch kommt. Das sind dann, glaube ich, auch schon im Oktober noch zwei weitere geplant. Mit Offensiv Isla Vini und Hyena Produktionsstätte. Mal gucken, was da noch auf uns zukommt. Dann wurde das Mod-Übersichts... Ja, wie nenne ich es? Mod-Übersichts... Das Mod-Design. Ja. Wurde überarbeitet. Also zu einem wurden die Karten optisch schöner gestaltet. Bloß ich finde es nicht mehr so übersichtlich. Ja. Und ist zu viel im Bild. Ja. Und... Ja, also das sieht alles jetzt richtig stimmig aus, muss man sagen, so ein Gesamtinterface. Aber so die Übersichtlichkeit hat es ein bisschen abgenommen. Aber ja, das wurde unter anderem geändert. Dann gab es jetzt noch ein paar Farbpaletten für die Q-Bros. Das wurde ja auch ein bisschen bemängelt, dass es da zu wenig Individualisierungsmöglichkeiten gab. Es gibt einen neuen Game-Modus, der nennt sich Ausgrabung. Das soll so ein bisschen den Überlebensmodus im Freien ersetzen. Na, da haben ja auch viele gesagt, hier, hey, wenn ich in der frischen Luft bin, warum muss ich dann Überlebenskapseln aktivieren? Das macht ja gar keinen Sinn. Ja, ist ein bisschen... Gaga. Ja. Und da gab es jetzt eben stattdessen den Ausgrabungs-Game-Modus. Bin mal auch gespannt. Zeigen wir bestimmt auch mal in einem separaten Video. Und dann gab es auf jeden Fall noch eine, also für mich überraschte Änderung. Und zwar wurde der Oberon. Ziegebock. Jawohl, der Ziegebock. Der wurde ordentlich gebufft, also verbessert. Geht da jetzt nicht in die einzelnen Details rein, aber die ganzen Changelogs verlinke ich auf jeden Fall noch euch in den Videobeschreibungen. Aber da geht es schon mal richtig rund. Also vorher war Oberon schon okay, aber halt auch nicht wirklich gut. Ja, war so der Durchschnitts-Warframe. Ja, nur als Durchschnitts-Warframe. Gibt es eigentlich auch schon fast bessere Alternativen. Und da haben die dem jetzt auf jeden Fall schon mal eine ordentlich speziellere Verpackung verliehen. Und ich denke, den kann man jetzt auf jeden Fall mal ausprobieren. Dann
gab es noch Änderungen, die vor allem die Explosionswaffen betrifft. Da haben wir schon auch auf Facebook mal ja, euch informiert. Die Okris. Ja, vor allem die Okris. Extrem kastriert. Ja, die haben sie übelst kastriert. Ne? Da wurde jetzt von 520 Schuss vormals ne? auf tatsächlich 20 Schuss herunter. Aber das betrifft noch eine ganze Menge andere Waffen, zum Beispiel auch die Penta, auch von 540 auf 20, die Torrid, die Angstrom und weiße Kuckuck, was es nicht noch alles für Waffen gibt, die da jetzt beeinflusst worden sind. Und das andere ist noch, dass die Granatwerfer jetzt quasi Scharfschützenmunition verwenden, die dann glaube ich auch noch etwas seltener droppt, wie ich das glaube, so ungefähr weiß. Also schon ein ordentlicher Nerf. Was aber jetzt nicht heißt, dass sie komplett sinnlos sind, aber man muss jetzt, sag ich mal, vorher Modplätze, die man für Damage benutzt hat, halt für Mods benutzen, die Munitionsumwandler sind oder sowas. Ja. Alles im Allen sind die immer noch gut, aber vorher waren die halt schon richtig geil. Vorher. Tja. Ansonsten gab es wieder ganz viele Performance-Änderungen. Ich glaube, man kann jetzt auch ordentlich mit dem Schiff fliegen. Fast. Und das Spiel läuft bisher besser. Viel besser? Also ich finde schon, also ich hatte es bisher keine so starke Frame-Einbrüche. Okay, super. Weil da haben sich auch ganz viele Xbox-Spieler beschwert. Hier von wegen, dass das Spiel unspielbar wäre, weil es ja ruckelt wie Sau. Aber eigentlich kennen wir PS4-Spieler, das ist gar nicht anders. Ja, also das ist... Ne? Deswegen heißt es ja Warframe. Genau. Jo, ansonsten gab es, sag ich mal, nur, ja, ist nicht so die Hauptänderung, sondern halt auch viele Bugfixes und Optimierungen. Ich glaube, der Kublo kann jetzt auch irgendwie im Schiff rumlaufen, habe ich durchgelesen. Was gab es denn sonst noch Tolles? Ich überfliege hier gerade mal kurz die Changelogs noch ein bisschen. Es sind so viele, wenn ich das immer alles durchlese. Ach ja, was auch interessant ist, aber das war schon das 14 Update, aber nur für euch auf jeden Fall zur Info, weil für uns kam das schon ziemlich überraschend. Und zwar tun bestimmte Bossgegner mit eurem Konklave-Wert mitskalieren. Ja. Und das heißt, wenn ihr einen hohen Konklave-Wert habt, dann hat der Endboss entsprechend höheres Level. Und das ist richtig scheiße. Also wir haben es gemerkt beim Orokin-Frag-Attentat. Das war nochmal easy peasy. Ja, das konnte man früher allein mit der Soma, war das, ja, wie du sonst sagst, easy peasy. Und jetzt ist das fast schon die Hölle, wenn man das allein macht. Oder nein, das ist die Hölle. Also ist nicht anstrengend, das ist richtig nervig. Genau. Und wenn du da drauf schießt, kannst du eigentlich heulen. Und da ist dann auch egal, welche Waffe man eigentlich mitnimmt. Gell? Ja. Und das ist einfach so, dass jetzt ja, die Gegner mitskalieren. Also nur die Bossgegner, das betrifft nicht die normalen Mobs. Das ist aber seit dem 14. Update so. Aber auch komplett überlesen, war irgendwie so eine unwichtige Änderung irgendwie im Hintergrund total untergegangen. Aber da auf jeden Fall das mitbeachten. Und deswegen auch nochmal besondere Erwähnung hier. Was vielleicht auch noch eine wichtige Änderung sein könnte, was ja immer nämlich von vielen nämlich leicht verhasst wird, wenn man eine Nova hat, ist ja die molekulare Sättigung. Und wenn man dann quasi die Gegner kaputt macht, die betroffen sind, dann gehen die ganzen... Die klaut einen die Kills. Genau. Und die Erfahrungspunkte werden ja auch zum großen Teil dann eigentlich auch ihr zugeschrieben. Da gab es auch eine Optimierung, dass das eben gleichmäßiger vonstatten geht. Ja, dass es nicht mehr so krass zur Nova hinzugeht. Was haben wir denn sonst noch Tolles? Genau! Es gab ein neues Level-Set, Mensch. Fast das tollste optische Veränderung vergessen, Mensch. Zeig mir das nächste Mal, wenn du mir das furcht. Ja, aber trotzdem. Muss man zeigen, weil das ist, ich find's cool. Ja, sieht cool aus. War das auch das, das die bei der Gamescom gezeigt haben? Ich glaube.
Also ich hab's. Wo das so draußen ist, weiß ich. Es ist so halb draußen, dann ist unter der Erde, also so, okay, so gemischt. Gemischt. Aber ich hab's jetzt nicht so in Erinnerung wie auf der Gamescom. Okay. Auf jeden Fall gab es also eben gerade das neue Level-Set und betrifft, glaube Europa, hast du gesagt, oder? Also ich war auf Europa, da war das Eislevel. Ah, okay. Dann hoffen wir, dass es auch das war. Und ja, bin mal gespannt, wie es aussieht. Hab's das auch noch nicht selber angeguckt, ehrlich gesagt. Aber toll. Ich find's gut, weil so langsam ging mir immer so das gleiche Level-Set bei manchen Planeten irgendwie auf den Keks. Ja, ein bisschen. Ja, ein bisschen auch halt. Deswegen würde ich mich da schon freuen, wenn jeder Planet auch sein eigenes Levelset kriegen würde und das auch für jede Mission, dass wirklich viel Abwechslung herrscht. Das wäre echt toll. Was steht denn hier sonst noch als wichtige Änderung drin? Es gibt jetzt dynamische Musik für die Corpus. Okay. Interessant. Die Musik ist ja auch bei dem neuen Level. Ich finde es richtig gut. Okay. Wie hast du schon mal gesagt, das ist so ein bisschen Alien-mäßig? Das ist so vom Eis her ein Touch von Alien vs. Predator, der erste Teil. Aha. Und von The Thing. Okay. So kommt so ein bisschen Atmosphäre auf. Ja, okay. Bloß hast halt keine roten Viecher. Kommt auf. Okay. Ja, ansonsten gab es auch noch ein paar neue Waffen. Das Problem ist zum Beispiel an den Schlagstockschwertern, die kosten 65.000 im Store. Wie? Credits? Ah, die Blaupause oder wie? Mhm. Ah, okay, geht das sogar. Bloß die braucht zwei, wie heißt die Scheißdinger? Argon-Kristall? Genau. Cool. Sonst hätte ich sie schon gebaut, aber ich hatte keine Argon. Ja, das ist, ja, finde ich sowieso ein bisschen blöd, dass die immer so schnell weggehen, ne? Also kaputt gehen quasi, sich schnell zersetzen. Wenn die irgendwie eine Woche halten würden, wäre es auch irgendwie cooler. Ja, länger wie 24 Stunden wäre schon. Ja, war schon richtig toll. Aber was will man machen? Sklaven von Worf. Ja, genau. Ja, ansonsten, ich glaube, das sage ich hier schon zum 5000. Mal. Ja, ich gucke hier gerade, was sonst noch alles geändert wurde. Ach ja, die Explosionswaffen, die wurden geschwächt, aber die Sniperwaffen, die wurden verbessert. Ist nicht so krass in dem Maße, wie die Explosionswaffen geschwächt wurden, aber dann schon noch mal ein Stückchen. Und zwar möchte ich einfach der Entwickler dahingehend, dass eben Sniperwaffen öfters oder mehr benutzt werden, und das ist momentan eben nicht der Fall. Sie gucken halt, was am meisten benutzt wird, und dann sehen sie, hey, die benutzen das wenig, ihr sollt es aber benutzen, also machen wir es so, dass ihr das benutzen müsst oder sollte. Lieber wollt. Ja. Und das ist auch, glaube ich, einer der Gründe, warum eben gerade die Explosionswaffen eben abgeschwächt wurden, weil schon ziemlich. Jetzt nicht jeder, aber man hat die Waffen schon ziemlich oft gesehen und auch wie die Leute sich dann selber umgebracht haben. Haben wir ein schönes kleines Video gemacht. Genau. Falsche Waffe. Jawohl. Aber ich muss sagen, ich habe auch noch nie eine Sniperwaffe benutzt. Was gilt als Sniperwaffe? Sniperwaffe ist hier zum Beispiel angegeben die Lanka, die Factus, die Vulka. Die Sniptron, die Vandal, die sagen die alle genauso viel wie mir, gell? Mhm. Also ich glaube, ich habe das so ein bisschen Bild vor Auge, aber benutzt habe ich die nie. Habe sie nicht mal gebaut. Aber da haben die, glaube ich, schon ordentlich nach oben gegangen. Für mich sind der Sniper eigentlich schon die Latschon dazu, weil du musst ja genau zielen. Und mhm. Aber die zählt auf jeden Fall jetzt von den Entwicklern selbst nicht dazu, weil da haben sie leider nichts gemacht. Weil die ist eigentlich auch schon stark. Ja, könnte ruhig noch ein bisschen mehr sein. Ja, gut. Ansonsten, mal gucken, was gibt's denn sonst noch?
Was gibt es denn hier noch unter allgemeine Änderungen? Ja, genau. Ich weiß nicht, ob es auch beim Party Probleme gab. Und zwar bei einem Rangaufstiegslevel. Also das heißt, wenn man sein Mastery Rank eben nach oben bzw. nach unten gegangen ist. Nach unten bin ich jetzt bescheuert. Ich level mich auch immer runter. Genau. Ich meine, damit er das eigentlich nach oben geht und dann macht man dieses Level und dann geht es nur vermeintlich nach oben, weil im Prinzip ist genau gleich geblieben. Den Bug hattest du, glaube ich, auch einmal, oder? Ja, aber war dann danach irgendwie... War es wieder weg, gell? Ja. Auf jeden Fall, also ich hatte das Problem bei meinem 8er Level war das dann, genau, bei meinem 8er, dass ich das gemacht habe und der dann beim Abschlussscreen quasi hängen geblieben ist und dann habe ich die PS4 neu starten müssen und dann hat er das Ding nicht gezählt und musste dann wieder nach 24 Stunden die Mission wiederholen. Bei mir war es, was war es, mein 10er? Ich weiß, ja. Gemacht, ja. Dann nicht angenommen, dann Neustart gemacht, weil ich es nochmal machen sollte, dann reingegangen und dann wollte er, dass ich nochmal einen Prolog mache, dann habe ich gedacht, du kannst mich mal. Dann habe ich die PlayStation nochmal komplett ausgemacht, dann wieder angemacht und dann irgendwann ging's. Also so richtig... Gaga. Ja. Das stimmt wohl. Und also bei mir war es ein bisschen, nachdem ich dann die 24 Stunden nochmal gewartet habe und die Mission nochmal gemacht habe, hat er dann ein Problem gehabt, in die Mission reinzugehen und habe mich dann da sofort wieder rausgeschmissen und hat dann gesagt, ich soll es in 24 Stunden nochmal probieren. Das ist geil. Das war dann richtig geil. Das heißt, ich musste 2 Tage lang warten, nur weil es Probleme gab mit dem Rangaufstiegs-Match. Und da haben die offenbar jetzt auch einen Bugfix rausgebracht, aber nicht sicher, ob das 100%ig geklärt ist, weil anscheinend Spieler auf dem PC immer noch das Problem haben. Und die sind ja weiter von der Version her. Deswegen bin ich mal gespannt, ob das auf der PS4 ausgemerzt ist. Schauen wir mal. Geht auch so. Keine Ausdrücke. Oh, fetter Rhino. Hey, scheiße. Wollt ihr nicht langsam gehen? Deine Giftschleuder, scheiße. Ja, deswegen habe ich gemeint, ob du sie nicht tauschen möchtest. Ja, ich bin hier rausgegangen, dass ich nicht so auf dem Boden liege, aber du hast keine blinde Wut. Das stimmt wohl, ja. Also am besten ist, wenn man das macht, am einfachsten ist mit ein paar Rhinos. Weil sie halten am meisten aus und wenn man es wirklich hochpumpen will, ich habe es gemacht, bis 5400 Punkten. Tut und da wird es richtig happig. Ja, das glaube ich. Da geht dann aber ordentlich was. Das Coole ist ja, wir haben jetzt wieder einen typischen Warframe-Bug. Ja. Ich bin tot mit Eisenhaut. Genau. Und eigentlich hätte das mal, glaube ich, wie soll ich sagen, ausgemerzt werden sollen. Aber offenbar ist nie passiert. Ja. Oder es wurde wieder eingebaut mit dem neuen Update. Das ist schon irgendwie ein Loco, oder? Da kann ich jetzt wiederbeleben, oder was? Weiß ich nicht. Ernsthaft? Geil. Ich liebe diesen Bug. Hey, wir haben euch einen Glitch gezeigt. Krass. Okay. Ja, gut. Ja, wieso nicht? Warum nicht? Theoretisch würde es jetzt sogar schon reichen, gell, für die Mods. Weiß ich, brauche 1000. Ja, 1341, oder? Ja. Außer man verliert, oder? Dann ist weg. Wo steht es? Ich bin offen. Insgesamt Cryotic gefördert 1341. Unterhalb von der Map. Ah, sie haben es. Passt nicht alles in eine Reihe. Mhm. Ist cool, gell? Deswegen habe ich immer gewundert. Hä? Was? Was labert der? Ist der loco? Ist der bescheuert? Okay, was haben wir denn sonst noch Tolles? Ich glaube, langsam habe ich alles gesagt.
Es gab noch einen neuen Dolch, sehe ich ja gerade. Es gibt neue Verzierungen, also hier so ein Ciandana, das komische Band, das man da hat, anbringen kann. Wie ihr seht, haben wir jetzt endlich ein Clan-Logo eingebaut. Ja, war ich richtig coolig. Ja, das ist richtig fett. Das gefällt uns auch. Sieht man auch schön. Ja. Da haben wir echt extra ein bisschen drauf geachtet. Also man muss da echt auf Details achten, damit das Logo gut sieht. Hier bestimmte Farbe von der Farbtiefe her und dass man auch einen weißen Rand hat, dass es leuchtet. Schon interessante Geschichte. Was haben wir sonst noch? Also an mir fällt da jetzt momentan auch nichts mehr ein. Ich habe jetzt schon die wichtigsten Dinge alle runter gebetet. Was ich glaube, wenn man die Mission auf Europa machen will, muss man erst die hier machen. Ah, okay. Also ich habe die erst gemacht und danach hat es mir bei mehreren Planeten angezeigt, dass ich es machen kann. Okay. Deswegen glaube ich erst, dass man... Dass man erst die hier machen muss. Ja. Okay. Das wird Sinn machen, ja. Ja, ansonsten reden wir vielleicht nochmal über die nächsten Updates. Auf dem PC gibt es auf jeden Fall ja immer viele Zwischenupdates. Nix Prime wurde dort auf jeden Fall erst mit dem 14.8er eingeführt. Das heißt, wir sind da schon mal, was das anbelangt, den PC-Spielern voraus, update-mäßig. Zur Warframe-Vielfalt-Relation. Was? Habe ich gesagt? Ja. Ich weiß es nicht. Aber das ganz große, spannende Thema wird immer noch das 15er Update. Ja, mit dem Weltallflieger. Jawohl, mit Archwing heißt es, glaube ich. Das Update und also das haben wir quasi innerhalb von, sagen wir, einen Monat. Ja. Fast nach 0.5 an Update-Version gehabt, ne? Das heißt, wenn wir jetzt ein ähnliches Tempo haben, könnten wir theoretisch schon im Ende Oktober, naja, Anfang November vielleicht schon mit dem nächsten Update rechnen. Wäre auch nicht schlecht, oder? Das Problem ist, in dem Update in dem 15er, es kann gut werden, es kann aber auch richtig scheiße werden. Ja. Also ich hoffe nur, dass wenn das Update kommt, das 15er, dass die Performance besser ist, wie das 14er Update, als es rauskam. Ja. Wobei, also ich glaube, so krasse Änderungen an der Oberfläche, wie es ja mit dem 14er Update kam, wird es vermutlich nicht mehr geben. Weil was wollen sie denn noch optimieren? Oder? Grafik. Erneuern. Unreal Engine 4. Ja, genau. Also, so die Hoffnung hätte ich ja schon, ne? Weil Warframe sieht eigentlich toll aus, ne? Kann man schon nicht meckern. Es fehlt nur so das i-Tüpfelchen. Aber es fehlt nur so das i-Tüpfelchen. Also wenn ich Warframe auf dem PC anschaue, also wir reden jetzt nur von der PlayStation-Version, wenn ich es auf dem PC anschaue, dann sieht es da schon nochmal einen ganzen Tick besser aus. Und das würde ich mir eigentlich auch schon auf der PS4 wünschen, weil ich denke... Ja, von der Grafik her kann es nicht so viel... Ja, leistungsfähig genug müsste die PS4 auf jeden Fall sein. Ja. Auch die Xbox One müsste dementsprechend leistungsfähig genug sein, weil wir haben ja auch Spiele wie Destiny oder sowas, die ja schon richtig gut aussehen. Ja. Ne? Weiß ich nicht, wäre schon toll. Es muss das wirklich nicht aussehen wie ein Killzone oder wie ein Destiny oder keine Ahnung, was es alles jetzt gerade noch für Grafikreferenzen auf den Konsolen gibt, aber so ein bisschen wäre schon richtig toll. Und ansonsten bin ich auch gespannt, wann Warframe endlich aus der Beta rauskommt. Das würde mich schon interessieren, aber die haben da auch bisher noch gar nichts durchblicken lassen. Aber es kann gut sein, dass es schon noch ein Weilchen dauert. Oder auch eben nie den Beta-Status verlässt. Soll es ja auch geben, weil es eben fortlaufend verbessert wird. Das Zombie-Spiel? DayZ? Nein, das ist ja eher eine ewige Alpha. Ja, aber vom Ding her. Ne? Weil da ist ja so, bei DayZ, da ringen sich ja die Anhänger auf. Weil
das ja eigentlich theoretisch unspielbar ist, teilweise. Weil irgendwie Zombies durch Türen durchlaufen können und durch Wände und so Zeug. Und halt Hightech-Zombies. Genau. Die sich so rumworben, ne? Ja, das sind wir, sag ich mal, im Vergleich zu Warframe ist Warframe ja schon release-tauglich, ne? Wenn man das mit DayZ vergleicht. Jetzt merkt man schon, jetzt wird es so richtig schwer, gell? Ja. Schwer nicht, aber es wird hektisch. Ja, das stimmt wohl. Okay, aber ich denke auch, dass wir sich das jetzt nicht zu Ende zeigen, weil kann vielleicht noch ein bisschen gehen. Ich denke mal, die hauen jetzt ab, weil die verrecken hier alle. Okay. Aber ansonsten, dass die Folge jetzt nicht zu lang wird und wir euch schon über die wichtigsten Änderungen in Kenntnis gesetzt haben. Und wie immer gibt es auch den Link zum Forum, wo ihr die ganzen Chat-Docs im Einzelnen nachlesen könnt, in der Videobeschreibung finden. Und falls ihr aber auch detaillierte Fragen habt zu den Updates oder dem Update, gerne fragen. Wir helfen euch da, wo wir können. Und ansonsten viel Spaß mit Warframe, oder? Jetzt wieder, weil es was Neues gibt. Jawohl. Ist halt der Vorteil in Warframe. Es wird immer was. Es gibt immer ein bisschen was Neues, weil es halt dauernd Updates gibt. Jawohl. Da wird kontinuierlich immer Content hinterher geschoben. Weil sonst wäre es. Also, wenn es immer noch im Stand wäre von. Keine Ahnung, wo PS4 rauskam, wäre es. Ja, Stand 11 oder sowas, gell? Da könnte es, glaube ich, anbrennen. Ja, das stimmt. Also, da kann man den Entwickler gar nichts vorwerfen. Dass die echt kontinuierlich immer Updates raushauen, das ist echt klasse und macht auch Spaß. Okay, das wär's. Wir sagen tschüss. Weiterhin viel Spaß mit Warframe in diesem Sinne. Ciao, ciao.